PHP ist eine serverseitige Skriptsprache, die vor allem für Webentwicklung genutzt wird. Ursprünglich wurde sie von Rasmus Lerdorf im Jahre 1994 entwickelt. Mittlerweile kümmert sich the PHP Development Team um die Weiterentwicklung von der Sprache. Die Abkürzung stand ursprünglich für Personal Homepage, wurde aber in PHP Hypertext Preprocessor umbenannt. Die Syntax der Skriptsprache wurde vor allem von C, C++, Java und Perl beeinflusst. Doch warum bezeichne ich PHP gerade als Skriptsprache und nicht als Programmiersprache? Im Grunde genommen sind Skriptsprachen eine abgewandelte Form von Programmiersprachen. Sie sind meistens für kleinere Anwendungen gedacht und werden im Gegensatz zu Programmiersprachen nicht kompiliert, also in eine Form gebracht, die ein Computer direkt lesen kann. Meistens werden Skriptsprache auch für routinemäßige Aufgaben, die immer wieder von neuem starten, genutzt. Es ist aber definitiv nicht völlig falsch, wenn man PHP als Programmiersprache bezeichnet, vor allem da die Sprache auch für andere Anwendungszwecke als die Einbettung in eine Webanwendung benutzt wird. Der Hauptanwendungszweck ist die Erstellung von dynamischen Webseiten. Wichtige Bestandteile von PHP sind dabei die breite Datenbankunterstützung, insbesondere von MySQL, Einbindung von verschiedenen Internetprotokollen und die zahlreichen Bibliotheken und Frameworks, die für PHP verfügbar sind. Da die Sprache vor allem für Webanwendungen genutzt wird, ist sie häufig in Verbindung mit HTML-Code zu finden. PHP-Code kann jederzeit mit Hilfe eines Tags geschlossen werden, sodass im Anschluss HTML-Quellcode zur Definierung einer Webseite wie in einer normalen HTML-Datei angegeben werden kann. Natürlich geht dies in PHP-Dateien auch umgekehrt, indem man einen PHP-Tag öffnet und darin neuen Programmcode in der Sprache schreibt. Die meisten interaktiven Webseiten, die beispielsweise ein Login- bzw. Registrierungsformular anbieten, sind in irgendeiner Weise mit Hilfe von PHP entwickelt worden. Das liegt vor allem an der einfachen Integration von HTML auf der einen Seite und MySQL oder anderen Datenbanken auf der anderen Seite. Damit können leicht Einträge aus einer Datenbank abgerufen, verarbeitet und anschließend ohne große Umwege in das HTML-Dokument eingebaut werden. Früher waren auch viele Suchformulare oder ähnliches mit einer URL-Weiterleitung und PHP umgesetzt worden. Viele Webseiten setzen mittlerweile aber in vielen Bereichen auf JavaScript, da dies kein erneutes Laden der Seite erfordert, wobei im Hintergrund meistens trotzdem eine PHP-API genutzt wird. Bekannte Beispiele für Webseiten mit PHP sind Facebook, YouTube, Wikipedia, WordPress, Yahoo und viele mehr. Allein daran sieht man das Ausmaß von PHP. Vielleicht liegt das auch daran, dass PHP Open Source veröffentlicht wurde. Das heißt, der Quellcode der kompletten Sprache ist frei für jedermann zugänglich. Daraus hat Facebook auch seine eigene leicht veränderte Sprache erstellt, welche das Unternehmen für die eigenen Webdienste nutzt. Neben dem Open Source Status von PHP und der riesigen Community sowie der sehr guten und ausführlichen Dokumentation auf php.net spricht für PHP, dass es aufgrund der serverseitigen Ausführung von Befehlen sicherer gegenüber Exploits von Crackern ist. Ich spreche bewusst nicht von einer vollständigen Immunität, weil so gut wie immer an irgendeiner Stelle eine Sicherheitslücke auftreten kann. Aber dennoch ist es sicherer im Gegensatz zu JavaScript, welches direkt auf dem PC des jeweiligen Endnutzers ausgeführt wird und damit sehr angreifbar ist. Außerdem ist es sehr sinnvoll und effektiv, mit PHP zu arbeiten, wenn man für die Speicherung der Daten eine MySQL-Datenbank nutzt, welche kostenlos und sehr verbreitet sind. Das ist in der wirklich sehr guten Zusammenarbeit von PHP und MySQL begründet. Natürlich werden auch andere Datenbanken wie zum Beispiel Oracle oder Postgres unterstützt. Egal ob Social Network, E-Commerce, Blogs, Content Management Systems oder anderes. So gut wie alle dynamischen Webseiten oder Webapplikationen sind mit PHP zu ermöglichen. Eine Alternative zu PHP ist Node.js, ein Framework für JavaScript, welches bereits im Video über JavaScript angesprochen wurde. Außerdem wären Perl, ASP, Ruby, Python, .NET und Java oder andere Java Virtual Machine Sprachen wie Kotlin Alternativen, die es zu bedenken wert sind. Gerne beantworte ich weitere Fragen hierzu in den Kommentaren. Auf der anderen Seite
muss jeder für sich selbst entscheiden, womit er am besten umgehen kann und was am besten zum jeweiligen Projekt passt. Einer der wenigen Nachteile von PHP ist beispielsweise, dass PHP wirklich sehr langsam ist, wenn es um Datenverarbeitung oder Einbindung eines Algorithmus geht. Deswegen bleibt wirklich nichts anderes zu sagen, dass man für jeden Fall anders entscheiden muss. Im Gesamten sind die Grundlagen von PHP leicht verständlich und schnell zu lernen. Ich persönlich habe zuerst PHP gelernt im Zuge einer selbstprogrammierten Webanwendung, habe mich immer mehr über bestimmte Teilgebiete von PHP informiert und im Anschluss hatte ich einen leichten Start in Java. Dazu muss ich sagen, dass PHP nicht meine erste Programmiersprache war und daher dies nicht bei jedem zutreffen muss. Jedoch ist es leicht, JavaScript mit PHP-Kenntnissen zu verstehen und umgekehrt. Heutzutage ist der PHP Hypertext Preprocessor auf jeden Fall ein Muss für jeden werdenden Webentwickler. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne eine positive oder negative Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns in einer Woche wieder.